Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle. Kampfkunstcommander Lee Fung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Und hier kommt in die Hall of Fame Simon Unge und Mimi. Sind sehr lustige Sachen, wo die bringen. Und letztes Jahr hatte ich ein Burnout, ein Ausbrennen. Und vielleicht, es war bestimmt nicht so tief. Es gibt ja verschiedene Grade von Burnouts. Ja, es war jetzt schon ein Ausbrennen, aber jetzt nicht so, vielleicht so ganz so tief wie bei anderen Leuten. Und ich schaute mir damals immer die Clips an von Simon Unge und die ganze Reaktionsvideos und so. Und es war so lustig und so gut kommentiert auf einem hohen Niveau. Ja, ich habe richtig gesund gelacht damals und habe mein Burnout innerhalb von ein paar Tagen besiegt. Und die Videos von Simon Unge und von Mimi waren so klasse und ist ja auch nur zum Weiterempfehlen. Es wurde ja oft so, gibt es ja so Comedy, so Sachen, die einfach nur Kitsch sind oder unter der Gürtellinie, und ist bei Simon Unge anders. Ja? Das ist richtig lustig. Ja? Und wenn es da manchmal unter der Gürtellinie geht, dann ist das nur im geschmackvollen Bereich, finde ich. Und ist so ein sehr lustiger, intelligenter Studentenhumor. Einfach klasse, ja. Und da hat er auch einige Clips, also was damals ja so, was ist mit meiner Maus los? Jetzt wollte ein paar Videos zeigen, also mit der Mausradfahrer, mit nur technische Probleme, wie manchmal. Was ist los mit der Technik? Was ist los? Okay, funktioniert wieder. Also damals aus dem Clip kennt Superman Dennis, Mordanschlag, das hat er auch Reaktionsvideo gemacht. Ich habe so gelacht, ich habe den Clip so oft angeguckt, mindestens 100 Mal. Und ich habe immer wieder drüber lachen können, über die verbale Äußerungen von Simon und Mimi. Klasse einfach. Und auch die Bringbros und so. Die Bringbros an sich kann ich so nicht anschauen, weil es langweilig ist. Aber wenn es der Simon Unge kommentiert, kann ich es mir anschauen, ja. Da ist das so eine Klasse für sich. Ja. Ich meine, ich wünsche, dass ihr mal ein Reaktionsvideo macht auf meine Clips. Vielleicht kommt es noch, wäre cool. Daddy Feierer, wenn nicht, dann ist es halt so. Gell. Ist auch jemand aus Hamburg. Ja. Und der bringt halt auch den menschlichen Flair mit ein. Das ist quasi der persönliche Flair, der was mir sehr gut gefällt. Er und der Mimi. Und das ist ein. Ja, richtig klasse. Ja, da Tage B und die Krasowitsch, du da auch kommentiere. Tilan und so, Reaktionsvideo drauf machen. Und da gibt es auch Zeugentrickfilme und da haben Fans, glaube ich, irgendwie Zeugentrickfilme gemacht. Aus den Beulen, den haben wir ganz schön lustig. Ja. Wenn sie Bringbros sind, sie nachgemacht, fand ich auch cool. Fand ich sogar besser wie die Bringbros selber. Ja, das war ich ein bisschen skeptisch gegenüberstand, dass er Tanzverbot-Fan ist. Also, ich finde Tanzverbot vom Menschlichen sympathisch, aber ich finde seine Clips total schlecht vom Tanzverbot. Weil was Tanzverbot möchte ich mir doch zu Gott schon ins Assi-mäßige nachher und ans Langweilige. Was interessiert mich, was der Tanzverbot da und einkauft? Jo. Ja, da so Kuscheltiere wurde er verkauft, so kleine grüne, weiße Wesen. Ja, grün mal weiß. Ja, ganz lustige Sache am Start, also ein Kanal kein Fehler. Und Simon Unge und Mimi, herzlich willkommen. Willkommen in der Hall of Fame von Kung Fu Fitness Lifestyle. Ja. Ihr habt es euch verdient. Unge reagiert auf Tanzverbot Realtag. Klasse. Tja. Best. Ja, da Gott was. Also, den Kanal ungespielt kann ich nur weiterempfehlen. Aber das habe ich ja gut gefunden. Unge reagiert auf Asthma, Stönerladen. Unge, nicht so wie so Computerspiel oder so. Da bin ich auch gleich losmarschiert, habe mir am nächsten Tag einen Döner gekauft und einen Tag später Thunfischpizza. Das ist die beste Werbung für sowas. Ja. Also schaut es euch an
Und liebe Fans, liebe Familienmitglieder von Kung Fu Fitness Lifestyle, schreibt bitte dem Simon Unge alle, dass er Reaktionsvideo machen soll auf meine Clips, auf unsere Clips, ja. So. Ja, da gibt es auch viele Videogames drin. Also, ich habe früher die 90er mehr Video gespielt. Ich weiß nicht, die Konsole war immer komplizierter. Wollte vielleicht auch, zocke auf jeden Fall wieder, ich dachte, ich bin so blöd manchmal. Resident Evil zocke ich 7. Bizarre nochmal was, das finde ich geil, das Spiel mit dem Even! Ja. Ja, und das fand ich auch cool, die Longboard-Tour, wo der Simon Unge gemacht hat, durch Deutschland. Ja, ein paar Clips auch guckt, da war der Julian Beim dabei, auch eine YouTube-Legende. Und da kommen richtig geile Sachen auch gucken, richtig nice am Start. Also schon, das stand richtig unterhaltsam, jetzt nicht so, ja, da möchte ich gern star Klump vom David Reisel, den kann ich schon gar nicht mehr geben. Weil der zwischenmenschlich gar nichts reinbringt. Und wenn David Reisel lacht, dann lacht er trotzdem nicht. Er lacht nur, um irgendwie rüberzukommen. Aber das ist kein Lachen aus dem Herzen raus. Oder das ist auch kein Lachen, wo man denkt, okay, ernst gemeint oder Sympathielachen. Der Reisel ist kein Sympathieträger. Muss ich, für mich, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber ich denke halt, der Reisel, da dreht sich so viel um ihn selber in seine Augen und nur um ihn. Und jetzt hat er wieder Motivationsvideo rausgehalten, was wieder nicht ernst gemeint ist von David Reisel, das ist bestimmt Großstreiter geschrieben. Und war auch nicht ernst gemeint, ist bemerkt auch viele Leute von David Reisel, dass das nicht ernst gemeint ist. Da zu mir hat er gesagt, hey Timo, wir machen was zusammen und wenn ich mein Wort halte, dann verspreche ich es. Hat er in der Öffentlichkeit gesagt, hat er mir über WhatsApp gesagt, was ist draus geworden? Gar nichts. Ja, und das haben die Leute auch gemerkt und viele Träume mit dem Motivationsvideo. Ah, David, kann ich mal treffen und David können wir vielleicht mal was zusammen machen. Kampfkunstmäßig, YouTube-mäßig. Die Träume hat er alle zerstört und da hat er sich gewundert, da sind so viele deabonnierten. Ja, wenn er mir verspricht, ja, mit dem Timo mache ich was und möchte dann nichts mehr, dann hat er die ganzen Träume zerstört und wundert er sich, dass das nicht mehr vorwärts geht. Egal, Simon Unge, eine lebendige Legende in YouTube, im Comedy-Bereich, im Satire-Bereich, im Reaktionsvideo-Bereich, im Veganer-Bereich, der Mike Tyson, der Veganer, der Simon Unge, ja, Mimi, der Co-Moderator und beide lebende Legende, der Mimi auf seinem Bereich. Und herzlich willkommen, ihr beide, in der Hall of Fame. Herzlich willkommen.